Fischerei mit medizinischen Hilfsmitteln, die da einander zugeworfen werden, sondern wie eine Rettung eigentlich geschieht, nämlich ruhig, überlegt und mit einer gewissen Würde auch. Der Helikopter der Rettungsflugwacht konnte zuerst nicht landen. Es herrschte Nebel am Landeplatz in dieser Wandlichtung. Und deswegen waren dann die Dreharbeiten auch wiederum eine Stunde nach hinten verschoben. Da muss man auch sehr gut überlegen, was man dreht, sehr gut vorbereitet sein, weil eben diese Minuten sehr kostbar sind und man nicht dann im letzten Moment irgendwie erst sich überlegen kann, sondern eigentlich das durchzieht, was geplant war. Bei einem Spielfilm kann man natürlich nicht in einem Passagierflugzeug, in einem fliegenden drehen. Das wäre zu gefährlich, zu anstrengend für die anderen Passagiere. Deswegen haben wir in einem nachgebauten Passagierflugzeugteil gedreht. Machst du auf den Start? Wir gehen noch nicht auf die Malediven. Heute noch nicht. Hast du schon eingecheckt? Okay. Dort werden auch Sicherheitstrainings gemacht für die künftigen Flight Attendants. Mein Name ist Luki Blum, ich bin der Captain auf diesem Flug. Ganz wichtig ist, nicht in die Kamera hineinschauen. Wir hatten unsere Ruhe und konnten alles genau kontrollieren dort. Entschuldigung. Müde? Ja, sehr. Wegen der Zeitverschiebung. Neben der Frage nach Selbstbestimmung hat der Film ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis kennt Michael nicht, die Hauptfigur. Du darfst es mir nicht sagen, stimmt's? Also seine Aufgabe im Film ist es auch, dieses dunkle Geheimnis aufzuarbeiten, zu entdecken, zusammen eigentlich mit uns Zuschauerinnen und Zuschauern. Im Film spielt ein Labradorhund eine wichtige Rolle. Er war sich dieser Rolle nicht wirklich bewusst. Er denkt nicht im filmischen Modus. Er hat seine eigene Welt und macht dementsprechend auch, was er will. Trotzdem haben wir dann eine gute Zeit mit dem Tier verbracht und er hat uns eigentlich viel Freude gemacht am Drehort. Securitas war Aufnahmeleitung, wir würden jetzt sperren. Wir haben die Kreuzung immer ein paar Minuten lang gesperrt und die meisten Autofahrer haben das auch wirklich akzeptiert. Das war kein Problem. Und bitte! Es gab ein paar wenige, die dann wirklich ihren Unmut kundgetan haben und uns auch wirklich gesagt haben, was sie davon halten, dass wir da einfach diese Kreuzung sperren mitten in der Nacht. Hallo! Securitas von Aufnahmeleistung, man kann jetzt wieder auftun. Verschwindet! Beide! Konflikt, in der die Hauptfigur ist, der Michael, finde ich schon spannend. Aber diesen Konflikt, ob du jetzt weiter teilnimmst an der Gesellschaft, an dem schnellen und Funktionieren und Erfolgsdruck, ob du dich quasi dafür entscheidest oder ob du auch mal sagst, irgendwie so jetzt mache ich mal ein Jahr Auszeit und reise um die Welt und bleibe an den Plätzen, die mir gut tun und mir gefallen. Ein Thema, das einen beschäftigt auf jeden Fall. Und bitte!
Dieses Feuer musste kontrollierbar sein. Das war auch eine Auflage der Waldbehörde. Mit Gas haben wir gearbeitet, ein kleiner Gasring. Dann konnten wir das Feuer auf Kommando entflammen und dann aber auch wieder auslöschen. Und bitte. Wir machen Gatecheck, dann gehen wir nah auf Michael. Wir haben in diesem Film verschiedene Kamerastile gemacht. Ein Stil ist eine Handkamera, dokumentarisch, mit langen Einstellungen, mit vielen Schwenks und mit Zooms. Und ein Stil, wo man nicht genau weiß, was passiert. Die Kamera folgt den Menschen und hält fest. Ein zweiter Stil ist eine eher klassische Form, auf Stativ gedreht, Schnitt gegen Schnitt, ruhige Bilder. Und die dritte Form, die wir gewählt haben, sind Bilder von einer erhöhten Perspektive runter. Ein Zurückschauen, ein von oben hinunterschauen. Also die Erinnerung an die Kindheit, die ist ja oft etwas vage, nicht die konkreten, klaren, nahen Bilder, sondern mehr so eine Stimmung. Und wir schauen eigentlich von oben runter zurück in die Kindheit. Hat sich den Flügel gebrochen. Kannst du ihn flicken? Mit diesen kleinen Tieren zu drehen ist eigentlich angenehmer als mit großen, also mit Hunden oder mit Seelöwen zu drehen. Trotzdem haben wir sehr viel Zeit gebraucht, dass diese Nahaufnahmen wirklich dann genauso rauskommen, wie wir sie geplant haben. Das interessante Thema ist diese Auszeit nehmen oder diese Ruhe finden. Und dieses sich verlieben in Atmosphären oder Orte in dieser Welt, in Inseln in dieser Welt, wo es nicht so schnell geht, sondern Inseln zu finden, wo du zu dir selber kommst vielleicht.